Selbst wenn ich sagte Schwamminhalt, das ist auch eine ganz, ganz einfache Metapher. Aber dass solche Sachen, Mendeleische Periodensystem, zeig mir Wassermoleküle, wie will das irgendjemand entdecken? Das heißt, jeder, die Masse, die du dir jetzt ausdenkst, die das behauptet, die behauptet es erst einmal, weil es von dir ausgedacht wird. Du bist der träumende Geist. Einfache Metapher. Es gibt keinen Menschen, der in dir in Erscheinung treten könnte, der irgendwo anders sein könnte, wie du in dir ausdenkst. Solange du glaubst, du bist der Trockennasenaffe, macht das keinen Sinn. Solange du jetzt aber sagst, ich bin kein Trockennasenaffe, kein sterbliches Säugetier, sondern ein träumender Geist, der bist du natürlich auch nicht. Du bist der, der sich den träumenden Geist ausdenkt. Immer dran denken, der, der mich jetzt sprechen hört, dieser Geist, der mich jetzt ausdenkt, der sich in Amaretto ausdenkt, der ist etwas, dem ist es nicht möglich, selbst in Erscheinung zu treten, ohne sich zu einem Gedanken von sich selbst zu machen. Ein Satz, der es unheimlich in sich hat. Es sind deine Informationen und die unterliegen einem ständigen Wechsel. Und diese Informationen hängen zuerst einmal davon ab, wer du zu sein glaubst. Das ist komplett austauschbar. Und du spielst dieses Leben unbewusst. Das ist jetzt die große Chance, du kannst anfangen, das bewusst zu spielen, was aber nicht heißt, dass du irgendwas verändern könntest. Selbst wenn du jetzt sagst, ich bin ein träumender Geist, bist du immer noch nicht in der Lage, deinen Traum zu verändern. Du hast keinen Einfluss drauf. Es ist also, wenn du das ganze Holofeeling verfolgst, und ich mache jetzt ein Zeitfenster auf, das erste Bestreben, die ersten Jahre war zu erklären, dass du nicht die geringste Freiheit hast. Speisekartenbeispiel und so weiter, gibt es tausende Beispiele, die das eindeutig hundertprozentig sicher beweisen, wenn man diese Gedankengänge mitgeht. Und mit dieser Erkenntnis, ich sage immer, mein anderer Jan, der Jan Jakob, der hat dann nochmal den Satz geprägt, der ist in Einfalt, die einzige Freiheit, die ich habe, ist erkennen zu dürfen und zu akzeptieren, dass ich keine Freiheit habe. Ja. Das ist ein Riesenschritt für Menschen, die meinen, die hätten eine eigene Meinung. Und ich sag dann drauf, und selbst das muss dir einfallen. Dir muss sogar einfallen, dass du keine eigene Freiheit hast, dass du das erkennst.